In der Kinderseite zu Volkenswil steigt die Party vom Jahr. Nickelodeon wird eins und das feiert dein Lieblingsfernsehsender natürlich mit einem Haufen Fans. Ein grosser Fest mit vielen Attraktionen und ganz vielen Stars. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Happy Birthday Nickelodeon. 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 Der SpongeBob gehört selbstredend auch zu den Gratulanten und geniesst das Bad in der Menge, schüttelt Tausende von Händen und lässt sich mit seinen Fans ablichten. Der Besuch von SpongeBob direkt aus Bikini Button ist eine von vielen Sensationen, die im Rahmen des ersten Geburtstags von Nickelodeon Schweiz auf die Gewinner der Gratis-Tickets wartet. Die Kids wissen auch, welche Glückwünsche sie am Geburtstagskind wünschen wollen. Also, ich wünsche ihnen viel Spass und hoffe, dass es noch lange gibt. Dass sie so gute Sendungen weiterhin bringen und ja, dass sie wieder so erfolgreich sollen sein wie bis jetzt schon. Im hauseigenen Kino von der Kindercity zeigt Nickelodeon seinen Geburtstagsgästen nickelnagelneue Folgen von den Pinguinen aus Madagaskar, die noch nie im Fernsehen gezeigt worden sind. Und selbstverständlich haben auch die Pinguine im entfernten New Yorker Zoo zu vier vom Tag ein Nickelodeon-Geburtstagsbändeli an. Die Kinder wurden von Nickelodeon eingeladen. Wir zeigen ihnen unsere neuesten Folgen. Die haben sie im Fernsehen noch nie gesehen. Das ist ja zum Wurzelschütteln großartig. Lasst uns beginnen. Los geht's! Und dann ist es endlich soweit. Bis jetzt noch nie gezeigt, die Folgen werden am Publikum vorgeführt. Was? Genau an dieser Stelle wollte ich bauen. Heute ist Grundsteinlegung. Und bleibt noch 4 Stunden bis zum nächsten Tisch. Wir brauchen diesen Gang. Begeisterung im Saal kennt keine Grenzen. In der Schokofabrik geht es süß zu und her. Da wartet eine ganz feine Aufgabe auf unsere Partygäste. Es gilt nämlich, ein Cosmo und Wanda Schleckstängel aus Schokis